Alter, als erstes war der ich erschossen, dann warst du überfahren. Ich stehe auf dem Gehweg. Ha, Alter. Und der fährt auf mich drauf. Das war aber überhaupt nicht knapp gerade. Ich bin fast von der Brücke runtergefahren. Warum machst du nicht nochmal Geld? Ich glaube nicht, dass du es aufnehmen kannst. Das ist ein Koffer. Lauf mal hin. H drücken. Oh, ja, ich habe was aufgehoben. Nochmal H, um das Geld aufzuheben. Ich sind so 5 Millionen. Nö, nee, kann ich nicht aufheben. Und was hast du jetzt aufgehoben? Eine Spitzhacke. Wow. Ah, toll. Da kann ich aber nicht aufheben. Schade. Der letzte auf dem anderen Server konnte ich da mal 130.000 einfach so gefunden. Kann es sein, dass ich irgendwie voll hoch sitze? Wenn ich so gerade ausgucke, habe ich die Hälfte vom Dach schon. Das ist Wilhelm! Oh! Scheiße, Alter! Wird er für mich killen? Aber du bist in der Safe Zone, wenn er dich da killt, dann wird er das wird geahndet. Wobei, ich wurde gerade. Ach, guck mal, Philipp, dein Quadbike wird von der Polizei beschlagnahmt. Der Typ hat mich überfahren. Oh nein, Alter, warte mal, ich stehe echt Wilhelm auf dem Server. Warte, fahr ruhig, ich guck. Ja, da unten ist er. Oh nein, Alter, der will mich töten. Der sagt nicht einmal mehr was, der tötet mich einfach so. Dann töte du ihn als erstes. Zu geil. Es war sich eine Lust hier auf dem Server, sag ich euch. Machst du dann auch kurz nochmal eine Kupferfahrt? Mhm. Gut, dann fahren wir zusammen über. Okay, ich steig aus. Gut, und wenn ihr das dann verkauft habt, dann könnten wir ja auf einmal Pause machen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Veredler gerade. Okay. Ich habe jetzt zwei Spitzhacken, ich brauche bloß eine. Aber ich habe jetzt keine Waffe. Eigentlich könnte man sich den Transporter mieten, wenn man jetzt länger zocken würde. Und dann einfach so lang fahren, bis man sich den Hammett kauft. Ja, scheiß drauf. Ja gut, man könnte den Truck rein theoretisch dann irgendwie jemanden weitergeben, zum Beispiel mit Nick oder so das nächste Mal mitspielen. Nee, gar nicht, mein Truck, der ist kaputt. Na, wenn ihr den Truck eh nicht benutzt. Bist du soweit? Ah, okay. Da ist der Blaue. Kann ich mir jetzt gerade auch leisten, ne? Warte dann. Oh, was hab ich denn gerade verschluckt, ey? 250, jo. Okay, dann fahren wir zum Kupferfeld. Ich kann überhaupt nicht. Oder soll ich mir kurz eine Waffe holen? Du dir? Ja. Ach, hast du keine? Ja, natürlich. Soll ich mir kurz eine holen? Wenn du willst, kannst du mir auch 16.000 geben, dann hol ich mir auch noch eine Pistole. Dann sind wir doppelt abgesichert. Nee, dann lieber nicht. Ja, dann kauf du dir lieber eine Waffe, damit wenigstens einer von uns eine Krache hat. Weil jetzt fahren wir ja genau immer zusammen. Nicht mehr getrennt. Ja. Aber echt kein Bock. Was ist nochmal passiert? Oh ja. Uiuiui, das war echt was. Da war gerade schon wieder ein Hase am Straßenrand. Aber Hasen sehen ja, glaube ich, bloß immer bloß eine Person. Die anderen sehen ihn, glaube ich, gar nicht. Genau, die anderen sehen. Viel wichtiger, der Hase sieht den scheiß Truck nicht, der auf ihn zugefahren kommt. Alter, auf dem Server geht's echt ab. Hoffentlich geht's nicht zu sehr ab mehr. Ich meine, wenn wir dann überhaupt gar nicht mehr dazu kommen, eine Kupferfahrt abzugeben, weil wir die ganze Zeit ausgehaubt werden, ist auch nicht so toll. Ja, aber das mit, wenn man im Offroad rumfährt, da passiert eigentlich nichts.
Beim Twerk ist es halt effektiver. Oder halt, bringt es mehr, das auszurauben. Wir machen das mehr, Leute. Ja, logisch. Vor allem, was mich wundert, dass die hier schon so früh anfangen mit dem ganzen Ausrauben. Ja. Normal ist Raub erst immer so ab Diamanten oder Drogen oder so, aber Kupfer. Ja, ich meine allgemein mit deren Ausrüstung, die kommen dann mit einer scheiß 9mm her und was zu versuchen, die auszurauben. Und dann wissen die nicht mal, wie man einen niederschlägt. Wow! Also wir haben da einen Mercedes-Truck und ein Geländewagen. Ja. Wo? Kupfermine. Fährst du da hin? Ja, ich fahr jetzt mal dahin, also. Er hat ja nichts bei, was ich verlieren könnte. Außer dein neu gekaufter Truck. Also, was will ich da verlieren? Die Typen haben auch eine Zivilkleidung an, also man geht mal von aus, dass die. Wilhelm hatte ja auch Zivilkleidung. Wilhelm ist auch. Wilhelm ist ein alter Mann und alte Männer, denen ist oft langweilig. Guten Tag! Wollte ich nicht. Habt ihr gerade auch gehört, dass jemand was gesagt hat? Irgendwas mit ich dich dich? Ja. Ja, ich habe auch irgendwas mit wollte ich dich gehört. Ich dachte so. Gerade, das hat einer hier gesagt, der will mich ausrauben. Hat sich aber erledigt. Nee, der Typ. Ich meine, wenn du dir die jetzt mal anguckst hier. Warum schaut Niklas bei mir ins Auto rein? Will mich verarschen? Der hat mich gekillt. Ah, nee, der war aber auch dabei. Der hat mich nicht gekillt. Oh, Wilhelm. Schick hat er sich so gedacht, schöne Sonnenbrille oder so. Ich habe so eine tolle gelbe Sonnenbrille auf, glaube ich. Ich glaube, nächstes Mal bei der Aufnahme tue ich meinen Namen wechseln. Und er kennt mich bestimmt nur. Ich habe mich gerade gemutet, weil wir hier gerade geredet haben. Irgendwas habe ich jetzt aber nicht mitbekommen. Okay. Ah, yeah. Hast du ausgeraubt? Nein. Ich habe keinen Rucksack. Ah. Ja, das ist jetzt natürlich kacke. Endlich ist der Regen wieder vorbei. Der kommt wieder. Ach, der beginnt schon wieder. Na, er kommt schon wieder. Also, guck mal wieder. Nicht dein Ernst, oder? Nö. Fick dich, Alter. Fick dich. Wird nur lustig, das Let's Play, kann ich euch sagen. Aber bis jetzt ist es ja ziemlich langweilig für die Zuschauer. Ja gut, bei mir sind es schon gesagt, schon mal auf den. Ich nehme mich auf, mir ist es vollkommen egal. Bist du das? Ja. Guck mal, da vorne steht Wilhelm. Geil. Ach was? Doch, da vorne steht er doch da, der Typ da. Aber du heißt Tonaios, nicht Tobias. Ich war heißt vorher auch schon Tonaios, keine gestern. Ach so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bleib einfach in meinem Truck und zieh das ja nochmal. Wer ist der, Wilhelm? Ja, das musst du rausfinden. Ah. Ich freue mich. Fick dich. Alter. Ah, du bist nicht ein Elf in deiner Mine. Leck mich am Arsch, Alter. Alter, sag mir bitte, wer Wilhelm ist. Der im blauen oder roten Truck? Achso, der im roten? Ne, der ist schon.
Alter, welchen Truck meinst du jetzt? Der wo gerade Geländewagen, ja. Der, wo gerade wegfährt, war Windfox. Ja, der, den weiß ich. Geländewagen-Typ da vorne, der heißt der Nelle am Roten. Und einer von den zwei da ist Wilhelm bei Blau. Fuck. Helikopter. Ja. Also scheiße. Jetzt will ich mal hoffen, dass jetzt hier nicht wieder irgendein Überfall am die haben vorhin ist. Irgendwas erzählt von wegen die zwei Typen hier, dass irgendjemand campt, deswegen ich würde vorsichtig sein. Vor allem, guck mal, Wilhelm hat versucht, Tobi zu überfallen, deswegen guckt euch mal den Chat an. Studien hat bewiesen, dass das nicht ein Kackhaufen ist. Alter. Wie viel Geld hast du gerade bar dabei, Tobi? 1000 oder so. Ah gut, ich habe 6000 bar dabei, das ist gut. Dann okay, dann hat sich's geklärt. Dann, bevor ich dann zum Processing fahre, tue ich dann kurz mir einen Rucksack kaufen. Ja, aber ich fahr nur mit dir. Ey, vielleicht haben sie mehr Bock auf dich. Oh, wenn es geht. Ah, okay. Mehr Bock auf mich. Soll ich vielleicht im Voice-Tip sagen, hey Tonaius, wie sieht's denn aus jetzt? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey Wilhelm, guck mal, mein Kumpel Tonaius! Ja, du hast gerade gesprochen. Beim Corporate Trader ist gerade niemand. Ist gut. Die verstecken sich gerne. Die sitzen im Truck und beobachten uns jetzt bestimmt. Warum ist die Tür von der Halle zu? Irgendwie habe ich Angst, die aufzumachen. Kannst du das Fenster gucken, ob da jemand ist? Oder du machst doppelt Umschalt, damit du die ganze... Warum stehen da Leute hinten rum? Wo stehen Leute hinten rum? Aha. Sind da welche? Das ist alles sehr interessant. Ja, neben dem Kofferverkäufer sind irgendwie Leute. Also, wir müssen uns zwei Waffen kaufen und gehen mal einmal hin von zwei Seiten und sagen... Auf den Boden, ihr Scheißwichser, und dann, wenn einer sich nur irgendwie rührt, knallen wir die ab und dann sagen wir einfach, geschieht euch recht. Ohne Witz. Machen wir das mal. Gib mir ein bisschen Geld für eine Waffe. Nach der Fahrt hast du ja genügend. Ja, nach der Fahrt bin ich tot, weil die uns ausrauben. Oh, Alter. Jetzt geht ja hier gut los im Let's Play. Oh, ich hab grad rote Verbindung. Ah, jetzt nehme ich. Hatte ich auch grad. Michael, wie viel musst du einsammeln? Ohne Rucksack geht's relativ langsam. Da ist irgendwas explodiert beim Copper Trader. Alter, das ist ja so verkackt hier. Ja, zum Glück sind jetzt noch alle solche Noobs und Hennigs dabei. Bis auf eine Pistole. Niklas schreibt, Hurensohn bei Kupferverarbeitung. Ah, toll. Da, jetzt weiß er, wie es, der wurde wahrscheinlich gerade ausgeraubt und weiß jetzt, wie es sich anfühlt, ausgeraubt zu werden, weil der hat dich vorhin ausgeraubt. Also ich hab's überlebt, das Kupfer zu verkaufen. Sind da welche Leute drin? Ja, da hinterm Haus stehen irgendwelche Leute, zwei nebeneinander, keine Ahnung, was sie hier machen. Laufen irgendwie dauernd im Kreis und vor dem Copper Trader ist ein Auto explodiert auf der Straße. Da überschlägt sich gerade eins direkt vor meiner Nase. Voll der Action-Server, ja. Ich fahr jetzt lieber einfach mal weg, bevor jetzt noch irgendjemand auf die Idee kommt, mich auszurauben. So, ich muss das nur kurz meinen Rucksack voll machen, dann bin ich fertig. Du kannst mir ruhig helfen. Ja, kann ich machen. Muss ich mal kurz die Schlüssel geben? Die Sache ist aber, ich
fahre jetzt als erstes nach Kavala, kaufe mir dort einen Rucksack und dann fahre ich nochmal hierher und mache den Rucksack voll.